Jo, moin, fliegt auch liebe Landratten und Rädchen und damit herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed, mein Gott, Odyssey. So, wir sollen den Bruder von ihm hier hinter uns aus der Gefangenschaft der Söldner hier befreien. So. Das waren schon mal die ersten zwei. Wir haben jetzt schon so ein bisschen Erfahrung sammeln können mit Rumschleichen. Gut, das war schon mal der Anführer. Ah, okay. Ich muss noch ein bisschen lernen, wie ich diese verschiedenen Angriffe hier links auslöse. Aber ich denke mal, sobald ich das habe, dann läuft es auch. Huch, das wollte ich nicht. Mal nach. Gib mir Deckung. Ist da jemand? Mein Ding. Ich sehe schon Gespenster. Okay. Vielleicht kommt der eine hier rüber, aber das dauert mir ehrlich gesagt noch zu lange. Kleiner taktischer Rückzug, ich versuch's noch mal irgendwie von hier oben. Oh ja, die Pfeile hauen jetzt richtig hart rein. So, die zwei Anführer sind schon mal hin. Mist. Das könnte jetzt wehgetan haben. So macht das auch Spaß. Okay, das sind die Cooldowns, verstehe. Ah.
Was ist eigentlich mit denen hier oben? Haben die hier noch irgendwas an Sammel-Items? Da, hier definitiv. So. Gib mal Ruhe hier. Könnte wehgetan haben. Ein bisschen. Wie er hier hängt. Sind das jetzt noch Feinde oder? Der eine offensichtlich ja. Meine Zeugen, ich schwöre! Götter? Welche? Welchen Unterschied machen? Sie alle, alle Götter, ich schwöre es! Ich habe noch nie einen einzigen Mann so viel über Götter reden hören. Lass ihn los. Niemand auf dieser Insel darf dieses Wort benutzen! Hat er Zyklop gesagt? Hat er dir wehgetan? Ich will nicht hören, dass man mich so nennt. Das habe ich nicht. Aber du bist so fett. Ich meine, so groß und stark. Und du hast wirklich nur ein Auge. Mein Auge. Gib es zurück. Gib es her, dann töte ich Markus nicht, weil er dich hergeschickt hat. Gib es zurück. Du willst es? Oh. Hol's dir. Huch. Madame, hau mal ab. Falsche Richtung geschlagen. Ihr gehört auch noch dazu? Wie ist das denn hier? Muss ich mal eben. Moment. Huch, boah! Super da! Dachte, wir wären hier noch alleine. Es war einst ein freundliches Dorf, doch nun ist es ein Hort der Anarchie und Gewalt. Ja, naja. Stirb doch selbst.
Okay, Schätze plündern, 3 Stück und noch einen Gefangenen befreien. Noch, okay. Irgendwo klimbimmt es ja andauernd, dass ich hier irgendwas finden kann, aber auch hier. Ob ich jetzt hier alles finden werde. Oh, hier. Mal alles abgrasen, die dauert, glaube ich, ewig, wa? Können wir hier rein? Oh, hier scheint ein Schatz zu sein. Schön. Interessant, was haben wir hier alles? Warte, kleine Schatzhöhle hier, oder? Ich hoffe, unser Inventar ist groß genug für den ganzen Kram. Huch. Geh auf, geh auf! Oh Gott. Wie kriege ich das eigentlich jedes Mal hin? Ist ja unglaublich. Bin ich hier eigentlich schon wieder gelandet? Ich wollte eigentlich völlig woanders hin. Hä? Ja. Hatte ich das nicht eben schon? Edelsteine. Ja, okay, den einen da oben, mein Gott. Hm? Kommen wir jetzt wieder beim Gebetstempel raus? Nein. Sie werden mich suchen. Ich muss vorsichtig sein. Wo denn überall? Ah Gott, Sünde. Haben die aber auch trickreich hier versteckt, muss man ja sagen. So.
Ja, da sind wir wieder drin in der Festung. Wunderbar. Schöner Rundflug. Den Wolf lassen wir lieber nicht frei. Das geht nur gründlich in die Hose. Ich glaube, über uns ist was, oder? Was soll ich eigentlich mit ihm hier noch machen? Was? Soll sich doch die Natur darum kümmern, wa? Lebt er jetzt noch oder nicht? Wir sollten nicht länger hier bleiben. Sogar Ratten wie diese haben Freunde auf Kefalenia. Lol, der lebte noch? Okay, Entschuldigung. Hier ist noch ein Schatz. 3 von 3. Oh, wir haben schon 3 von 3. Das ist ja gut. Gucken wir jetzt hier noch ein bisschen ab, was hier am Hafen rumdümpelt an möglichen Sammelkram. Und dann lassen wir den Gefangenen frei. Dann wird das auch abgeschlossen. Irgendwas dabei? Nein. Wie können die es wagen, Hand an mich zu legen? Und du? Hier, eine Drachme für deine Mühe. Obwohl du früher hättest kommen können. Dein Bruder schickt mich. Ich wusste, er rettet mich. Wie schnell ja eine Gehilfin gefunden hat. Um das klarzustellen, ich bin es, die dich rettet. Und wenn das Geld deines Bruders nicht wäre, würde ich dich an die Schweine verfüttern. Komm mit. Bleib in der Nähe und halt den Rand. Irgendwie gibt er den Kurs hier vor. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ja, ja. Ornios, endlich wieder vereint. Ich weiß nicht, wo du immer diese Raubeine findest, Bruder. Aber sie leisten gute Arbeit. Das ist sehr rührend. Aber ihr schuldet mir Geld. Ich habe gesehen, wie du eine meiner Truhen geplündert hast. Betrachte es als Schmerzensgeld für deine Hybris, Malaka. Oh, sie hat dich heil hergebracht, Ornios. Lass sie gehen.
So schnell wie möglich. Jo, geile Sache, nochmal 195 Drachmen. Schöne Sache. Jo, dann. Oh, was haben wir hier noch? Gudi. Dann können wir. Hier gibt es immer noch irgendeinen Gefangenen zu befreien. Oh, da hinten offensichtlich. Denn hinbringen? Ja. Ja. Ich kann dir nicht genug danken. Nach all meinen Jahren auf See wäre es eine Schande gewesen, in einem Krug zu ertrinken. Ja. Ah, wo sind meine Manieren? Ich bin Barnabas, Schiffsführer der Adrastea. Nun, Barnabas, es ist mir eine Ehre. Ich bin Cassandra, Söldnerin von Beruf. Oh, ich bin sicher, du bist weit mehr als das. Hm. Wie meinst du das? Als sie meinen Kopf unter Wasser drückten, betete ich zu den Göttern. Und als sie ihn rauszogen, warst du da. Ich bin die Antwort auf all deine Gebete. Geil, die Antwort nehme ich. Du hast gerufen, ich habe dich erhört. Viele behaupten, sie hätten göttliches Blut in den Adern. Du bist die Erste, der ich es glaube. Erzähl mir von deinem Schiff. Also, hast du ein Schiff? Natürlich. Bei den Göttern, sonst würde ich ja hier festsitzen. Wo ist es jetzt? Dank dir ist es noch im Hafen von Sami, wo ich es zurückließ. Klingt, als schuldest du mir etwas. Jetzt könnte ich deine Hilfe gebrauchen. Ich finde das untere besser. Vielleicht hat uns doch das Schicksal zusammengeführt. Ich brauche ein Schiff und eine Mannschaft. Du hast mich gerettet! Es würde die Götter beleidigen, wenn ich es dir nicht anböte. Also, ist das ein Ja? Mein Schiff, meine Mannschaft und ich stehen dir zu Diensten. Du kommst ganz sicher nicht aus dieser Gegend. Götter, nein! Und dafür bin ich dankbar. Jetzt komm und sieh die Adrastea. Jo, Freunde, die Adrastea gucken wir uns dann beim nächsten Mal an. Ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da und einen Kommentar. Und dann sehen wir uns alle in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und Hummel Hummel, Moss Moss.